Detailausbildungen sind die Champions League bei der Dachabdichtung. Das betrifft auch die Abdichtung mit Kunststoffdachbahnen. Mein Name ist Tina Blersch und in diesem Video zeigen wir euch, wie man eine Innenecke als liegende Quetschfalte fachmännisch herstellt. Bevor wir mit der Ausführung der Innenecke beginnen, möchte ich euch noch einmal an die richtige Temperatureinstellung des Handschweißgerätes erinnern. Zuerst bereiten wir uns einen Zuschnitt aus der Flächenbahn für den Anschluss vor. Jetzt wird unser vorbereiteter Zuschnitt vorgekantet und angepasst. Ganz wichtig, nicht einschneiden. Da es in Ecken besonders häufig zu Verschmutzungen während der Verarbeitung kommt, müssen die Flächen im Eckbereich mit Reiniger bzw. Nahtaktivierer gereinigt werden. Nach der Ablüftzeit wird nun der vorgefertigte Zuschnitt durch Heften im Kehlbereich angesetzt. Die entstehende Falte können wir nun als liegendes Dreieck symmetrisch in den Überlappungsbereich einlegen und vorformen. Als nächstes wird die unten liegende Anschlussbahn komplett auf die Flächenbahn aufgeschweißt. Im Überlappungsbereich der Tasche muss der T-Stoß vor der Fertigverschweißung vorbereitet werden. Jetzt legen wir ein kleines Trennblech unter die offene Tasche auf den schon fertig verschweißten Fußbereich ein und verschweißen sie mit einem verstärkten Andruck flächig zusammen. Im Nachgang werden die Stege und Kanten der Tasche mit der Andrückrolle nochmals abgerollt. Zum Abschluss wird das Trennblech unter der Falte herausgenommen und die Tasche komplett im Detail verschweißt. Damit ist die handwerklich hergestellte Innenecke fertig. Wem die handwerkliche Eckausbildung zu zeitintensiv ist, dem empfehlen wir die Verwendung unserer Fertigteile. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite und die Links zum Thema sind wie immer in der Videobeschreibung. Schaut euch zum Thema Abdichtung mit Kunststoffdachbahnen auch diese Videos an. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!